Was geht ab, liebe Wrestling-Fans, und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Vor kurzem veröffentlichte 2K einen neuen Ringside-Report, in welchem es noch einmal um den Showcase-Modus ging. Unter anderem wurden kurze Matchausschnitte gezeigt und die komplette Matchliste enthüllt mit einigen spannenden Matches. Falls ihr keine News und Infos mehr über WWE 23 verpassen möchtet, empfehle ich euch übrigens, meinen Kanal mit einem Abo zu unterstützen und die Glocke zu aktivieren. So bleibt ihr nämlich immer auf dem aktuellen Stand und euch entgeht garantiert nichts mehr. Kommen wir nun zum Showcase von WWE 23. Wie wir bereits wissen, wird es in dem diesjährigen Showcase einen kleinen Twist geben. Anstelle von John Cena spielen wir eine Vielzahl seiner Gegner, gegen die er in der Vergangenheit verloren hat. Die Entwickler wollten vermeiden, dass man die Matches stumpf hintereinander durchspielt und Abwechslung in den Modus bringen. Indem man die Gegner von Cena steuert, soll man sich jedes Mal aufs Neue mit dem jeweiligen Moveset seines Gegners auseinandersetzen. Beleuchtet wird der Showcase seiner 20-jährigen Karriere mit Einblendungen von Cena vor den Matches selbst. Während den Matches wird es dann, so wie wir es aus dem letzten Jahr gewohnt sind, Übergänge geben, welcher von einer animierten Zwischensequenz zu dem echten Match übergeht. Neben dem Durchspielen wird es natürlich auch wieder jede Menge Sachen zum Freischalten geben. Von Superstars und deren Attires, Championships, Arenen und mehr wird alles dabei sein. Insgesamt dürfen wir 14 Matches aus Cenas Karriere spielen, in welchen wir ihn besiegen müssen. Doch das Ganze wird nicht in einer chronologischen Reihenfolge stattfinden, sondern man hat die Reihenfolge der Matches als eine Art Countdown aufgebaut. In welcher Reihe die Matches stattfinden, wurde im Ringside Report aber noch nicht verraten, vielmehr soll es eine Überraschung sein. Und hier habe ich für euch die komplette 2K Showcase Matchliste für euch und ich gehe sie in chronologischer Reihenfolge durch. Das erste Match auf der Liste des Ringside Reports ist das Debütmatch von John Cena gegen Kurt Angle im Jahr 2002 bei SmackDown, als Kurt Angle eine Open Challenge aussprach. Als nächstes haben wir ein Match um die WWE Championship zwischen John Cena und Brock Lesnar bei Backlash im Jahr 2003. Hier dürfen sich viele Fans freuen, denn nach langer Zeit findet die Retro-Version von Brock Lesnar seinen Weg ins Spiel. Obendrauf wurde beim Ringside Report noch Gameplay vom Match gezeigt und wir erhalten einen Einblick auf das Modell von Lesnar, welches sogar das Tape auf der Stirn kleben hat, was ein cooles kleines Detail ist. Ein weiteres Match ist das Match zwischen John Cena als Doctor of Fugonomics gegen den Big Evil Undertaker bei Vengeance im Jahr 2003. Auch das dürfte viele Fans freuen, denn das alte Gimmick von Cena samt seiner Entrance-Musik wurde sich ziemlich oft noch einmal für ein WWE-Spiel gewünscht. Und auch das Match zwischen John Cena und Edge, bei welchem es den historischen ersten Cash-In des Money in the Bank Koffers von Edge gab, wird im Showcase spielbar sein. Als nächstes haben wir noch das Match zwischen Rob Van Dam gegen John Cena bei ECW One Night Stand 2006 in der legendären Hammerstein Ballroom Arena. Ein weiteres Match ist das Match zwischen John Cena und Edge beim SummerSlam um die WWE Championship, bei welchem Edge nicht disqualifiziert werden durfte, da er sonst den Titel an Cena verlieren würde. Außerdem wird das WWE Championship Match zwischen John Cena gegen Triple H bei Night of Champions 2008 spielbar sein. Ähnlich wie bei Brock Lesnar vs. John Cena gibt es auch hier Gameplay zu sehen, sodass wir einen Blick auf das Modell von Triple H mit langen Haaren werfen dürfen. Auch die Atmosphäre in der alten Arena sieht optisch erneut sehr gut aus. Als nächstes haben wir das Match zwischen John Cena und Batista beim SummerSlam im Jahr 2008, bei welchem beide herausfinden sollten, wer am Ende der bessere Mann wäre. Ein Match, was vielen in Erinnerung geblieben ist, ist außerdem das Hell in a Cell Match um die WWE Championship zwischen John Cena und Randy Orton. Hier wird Randy Orton den für viele coolsten Look haben, nämlich den ohne Haare. Und natürlich darf auch das Once in a Lifetime Match zwischen John Cena und The Rock im Showcase-Modus nicht fehlen und dementsprechend dürfen wir auch The Rock mit einem Bart im Spiel begrüßen. Obendrauf ist außerdem das Match zwischen John Cena und Brock Lesnar um die WWE World Heavyweight Championship beim SummerSlam 2014 vertreten. Des Weiteren ist das Match zwischen John Cena und AJ Styles vom SummerSlam 2016 spielbar. Ein weiteres Match in der Liste ist das zwischen Cena und Undertaker bei WrestleMania 34 und auch das Match zwischen Roman Reigns und John Cena um die WWE Universal Championship darf natürlich nicht fehlen. Im Showcase selbst trifft John Cena also auf insgesamt 11 seiner ehemaligen Rivalen und mit Brock Lesnar, Undertaker sowie Edge hat er es gleich doppelt zu tun. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ich für euch noch einmal bei den Matches ins Detail gehen soll und was wir alles freischalten könnten. Außerdem interessiert mich eure Meinung zu den einzelnen Matches des Showcase-Modus. Über welches freut ihr euch am meisten und welches fehlt euch persönlich, um die Karriere von Cena perfekt zu beleuchten? Hinterlasst mir doch auch gern hier einen Kommentar. Ich persönlich finde die Matchauswahl soweit in Ordnung. Dass man nicht alle besonderen Matches von John Cena in den Modus packen kann, ist natürlich klar.
Trotzdem hätte ich mich auch über die Matches gegen Kalito, Wade Barrett, Lord Tensai oder sogar gegen Bray Wyatt gefreut, da diese vier Superstars noch einmal eine gute Erweiterung für das Roster wären. Soweit gibt es im Showcase-Modus also keine wirkliche Überraschung an neuen Superstars. Wir erhalten jedoch allerhand alternative Modelle einzelner Superstars und hier freue ich mich am meisten über das Modell von Randy Orton aus dem Jahr 2009. Ansonsten war es das aber für heute mit dem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo da, damit ich euch in Zukunft mit noch mehr Infos zu WWE 23 versorgen kann. Wollt ihr noch mehr Content sehen, empfehle ich euch außerdem auf meinem Twitch-Kanal vorbeizuschauen. Dort wird es zum Release von WWE 23 am 14. März nämlich jede Menge Livestreams geben. Den Link zum Kanal sowie zu meinen anderen Social-Media-Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Also dann, macht's gut, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal, euer Enno.